Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine Frage eines Schülers und Koi-Begeisterters, der Timon heißt. Und es geht um den Einstieg ins Koi-Hobby eigentlich. Jetzt zur Frage. Da wir einen zu kleinen Garten haben, kann ich mir leider keinen Koi-Teich bauen. Jetzt war meine Idee, dass ich mir ein Beckmann-Regenfass mit 2000 Litern anschaffe und dort drei Koi mit ungefähr 30 cm auf Erhaltung halte. Jetzt aber das Problem, wie soll ich die Koi durch den Winter bringen? Eine Innenhalterung kommt nicht in Frage. Die Stromkosten für eine Teichheizung sind zu viel und kalt überwintern kann ich sie auch nicht, da das Becken nur eine Höhe/Tiefe von 80 cm hat. Gibt es irgendeine Lösung? Schon mal im Voraus, vielen Dank. Timon. Ja, Timon, da gibt es eine Lösung und zwar, du solltest das Becken ganz dicht isolieren. Also du gehst im Baumarkt, holst dir die Styrodurplatten, da die möglichst dicksten, die 10 cm, oder ich weiß nicht, ob es noch dickere gibt, und das machst du am besten zweimal außenrum und den Deckel deckst du ab mit vielleicht auch zwei, dreimal Stegdoppelplatten. Allerdings wirst du nicht umherkommen, dass du mit 100 Watt oder so viel Wärme einträgst, dass das, was dann trotzdem noch an Wärme entweichen kann, dass das rausgeht. Und du solltest schauen einfach, dass dein Teig 5 bis 6 Grad hat. Ich glaube auch nicht, dass du den Heizer dann über den ganzen Winter brauchst, die 100 Watt. Allerdings sei es angeraten, den auf jeden Fall anzuschließen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob du das so isolieren kannst. Du solltest auf jeden Fall auch den Boden isolieren. Also stell dieses Regenfass auch tatsächlich auf Styrodurplatten. Das hast du natürlich dann ganzjährig so. Und dann hast du eigentlich einen Vollwärmeschutz, wie den ein Haus auch hat. Allerdings in sehr kalten Wintern könnte es trotzdem passieren, dass die Temperatur irgendwann unter die notwendigen 5 bis 6 Grad fällt. Und vielleicht, um die 100 Watt zu sparen, kannst du dann in der Zeit die UV-Lampe ausschalten, die du ja auch brauchst, damit das Wasser klar ist. Oder dass du die Pumpenleistung reduzierst, wenn du eine regelbare Pumpe hast, dass du dir dann von anderer Stelle die 100 Watt abzwackst und dann in die Teichtemperatur investierst. Aber 100 Watt reichen in der Regel vollkommen aus. Es könnte sogar auch sein, das haben wir hier schon beobachtet, dass die UV-Lampen, du solltest wenigstens mal eine 20 Watt UV-Lampe an so ein Becken anschließen, dass die Abwärme von den 20 Watt mitunter schon reichen könnten, aber da wird man nur aus dem Versuch schlau, dass die schon reichen könnten, dass zumindest die 5, 6 Grad gehalten werden. Aber bei deinem Projekt gilt wie für jede andere Überwinterung der Koi, wo man zuheizt, auch Heizen beginnt mit dem Isolieren und je besser sie isolieren, desto weniger Heizungsenergie werden sie am Schluss brauchen. So, dir einen guten Einstieg ins Koi-Hobby. Timon, mach's gut und wenn du dann mal wieder was wissen möchtest, wenn du schon neu dabei bist, dann einfach schicken und wir werden versuchen, es zeitnah zu beantworten.